Ich möchte hiermit die Eltern von Jugendlichen ansprechen. Wir lesen im Lukasevangelium Kapitel 9, Vers 36: Als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Liebe Eltern, wenn man heute durch die Straßen unserer Städte und Dörfer geht, dann jammert es einen. Man sieht immer häufiger Jugendliche mit leerem Blick, verstümmelten Haaren, perversem Schmuck, zerlumpter Kleidung und Tätowierungen. Wenn man sie nach ihren Hobbys fragt, dann bekommt man zu hören: Disco, Partys, Tanzen und Fun, also Spaß. Immer mehr Jugendliche befinden sich im Bann von Alkohol, Nikotin und anderen Drogen, von Rock, Techno und Hip-Hop-Musik, von Metal-Musik und vielen anderen Musikrichtungen, von Frustration, Aggression, Okkultismus und sexueller Unzucht. Es sind, wie es in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 8 heißt, Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Waren sie schon immer so? Nein, sondern sie wurden so gemacht. Durch Einflüsse in ihrer Umgebung, vor allem aber durch schlechte Vorbilder in gewissen Jugendzeitschriften, in der Musikszene und in den Massenmedien, wo es ja heute keine Tabus mehr gibt, sondern nach dem Motto gehandelt wird: Alles ist erlaubt. Hier wächst in weiten Teilen unserer Gesellschaft eine Generation heran, die mit Gott und seinem Wort nichts oder kaum noch etwas anzufangen weiß. Eine Generation, die vom rettenden Glauben massiv abgehalten oder wieder weggebracht wird. Liebe Eltern, solche Menschen sind verführt und in die Fänge Satans geraten. Für ihre Verführer, egal ob es gewisse Rockstars und DJs, Autoren okkulter Bücher und pornografischer Jugendzeitschriften oder Macher von entsprechenden Fernseh- und Radiosendungen sind, für alle diese gilt das Wort Jesu Christi, das er in Matthäus 18, Vers 7 bei uns überliefert ist. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall, nämlich zum Abfall vom Glauben verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Wehe der Welt der Verführungen wegen. Es müssen ja Verführungen kommen, doch wehe dem Menschen, der anderen zum Abfall verführt. So sagt der Herr Jesus Christus. Für die Verführten aber gilt, was der Herr Jesus sagt, gemäß Lukas 9, Vers 36. Wie ich schon zitiert habe, als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn. Das heißt, er weinte über es, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus Christus verachtet nicht die Menschen, ob jung oder alt, die noch fern von ihm sind. Nein, er weint um sie. Sie tun ihm leid. Er verströmt seine Liebe und lädt sie auf diese Weise ein, von ihrem falschen Weg umzukehren. Er möchte auch ihr Erlöser und Herr sein. Das Heil und das ewige Leben stehen auch für sie bereit. Jesus Christus spricht, gemäß Lukas 5, 31 folgendem: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße, das heißt zur Umkehr zu rufen, und nicht die Gerechten. Liebe Eltern, weinen auch wir über die Verlorenen, die noch fern von Jesus sind? Gehen wir auf sie zu? Sagen wir ihnen, dass es ein erfülltes Leben gibt? Ein Leben fern von Drogen und allen Formen der Unreinheit und Sucht? Ein Leben in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, Selbstbeherrschung, so wie es beschrieben wird in Galaterbrief Kapitel 5? Leben wir es ihnen vor, zum Beispiel unseren Kindern? Lasst uns fantasievoll sein um der Verlorenen willen, aus Liebe. Wir haben ihnen die bessere Alternative zu bieten, nämlich ein Leben der Erfüllung in Jesus Christus, anstatt in Frustration, Aggression und Sucht. Ein Leben mit guter, schöpfungsgemäßer Musik, die Gott den Herrn mit geistlichen Liedern lobt, anstatt zerstörerische, aufpeitschende und den Verstand manipulierende Rhythmen der Perversion und Unreinheit. Ferner eine wirkliche, tiefgehende Liebe in der Ehe, die sich dem anderen ganz und ausschließlich schenkt.
anstelle von sexueller Unmoral und Perversion, die Geist, Seele und Leib zerstört, zum Beispiel durch Geschlechtskrankheiten und AIDS. Ferner haben wir die bessere Alternative, was den Lebenssinn betrifft. Es geht um den wirklichen Lebenssinn, in dem man weiß, wo man herkommt, wo man hingeht und wem man dient, nämlich Gott. Anstelle eines sinn- und ziellosen Daseins und Dahinvegetierens von Tag zu Tag. Und schließlich ein Leben in Gemeinschaft mit Gott und mit Glaubensgeschwistern in gegenseitiger Liebe und Hilfe. Anstelle eines isolierten oder bandenähnlichen Daseins am Rande der Aggressivität und Kriminalität. Ja, Jesus weint. Denn sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und wir alle waren einmal so. Aber der Herr Jesus Christus hat uns, die wir als Christen noch inmitten der Welt leben, herausgeliebt aus der Welt, damit wir ihm und auch einander in Liebe dienen. Deshalb lasst uns auch diejenigen zum Herrn und Heiland Jesus Christus hinlieben, die noch fern von ihm sind. Jesus ist Sieger. Gott der Herr segne Sie.